Hallo Karin, kannst du dich gerne mal vorstellen, dass alle anderen Zuschauer von unserem Kanal dich mal kennenlernen? Und was uns auch sicher alle interessiert ist, warum bist du vegan und wie lange bist du schon vegan? Und ich als Zahn würde gern von dir wissen, wenn man sich vegan ernährt, worauf muss man achten für gesunde Zähne? Ich danke dir für die ganzen Antworten und freue mich. Tschüss! Hallo, mein Name ist Karin Bender-Gonser. Ich bin Zahnärztin und Mutter von vier Kindern, besser gesagt vier Töchtern im Alter zwischen 9,5 und 23 Jahren. Außerdem bin ich vegan und ja, meine großen Töchter leben auch schon einige Jahre jetzt vegan 100% und meine kleinen Töchter, die leben ja zu einem hohen Anteil vegan. Wir sind dazu gekommen, einfach weil die kleinen Kinder vor einigen Jahren ja Nahrungsmittelunverträglichkeiten bekommen haben. Also es fing mit Gluten an, mit einer Glutenintoleranz. Dann ging es weiter über eine Milchunverträglichkeit. Und dann kam noch dazu, dass die eine Tochter immer, wenn sie Eier gegessen hat, ein ganz unangenehmes Aufstoßen bekam. Also so haben wir uns sozusagen langsam über ja, Unverträglichkeiten und Allergien zu einer veganen Ernährung entwickelt. Und ich muss sagen, uns geht es besser denn je. Seitdem wir uns so ernähren, ja, sind sämtliche Symptome besser geworden. Wir fühlen uns völlig, der Hund hat wohl irgendwas gehört. Also wir haben auch einen Hund, der auch inzwischen immer mal wieder auch ja, in Phasen vegan ernährt wird. Also wir testen da auch aus. Sind da noch nicht 100% auf der Linie, aber auch da sind wir offen. Okay, jetzt kommen wir wieder zu veganen Kindern. Und zwar, also wie gesagt, wir sind über die Krankheiten dazu gekommen und inzwischen geht es uns super, super gut. Ich habe natürlich dann als Zahnärztin dieses Thema auch aufgegriffen. Was macht vegane Ernährung mit den Zähnen? Ist das förderlich für die Zahngesundheit oder eher negativ für die Zahngesundheit? Und ich muss aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Wichtig ist natürlich, dass man auf bestimmte Dinge achtet, wenn man sich vegan ernährt, aber das muss man auch, wenn man sich omnivor ernährt. Nämlich, man muss zum Beispiel darauf achten, dass der Vitamin-D-Haushalt ausgeglichen ist. Und er ist leider in unserem Breitengrad bei den wenigsten Menschen ausgeglichen, zumindest in der kalten Jahreszeit. Also da muss man einfach dann substituieren. Und die Vitamin K2 Aufnahme, die sollte man auch unterstützen, wenn man es nicht über die Ernährung schafft. Vielleicht kennen die ein oder anderen von euch Natto, das ist ein fermentiertes Sojaprodukt. Darüber kann man den K2-Haushalt ausgleichen, aber das enthält eben auch Gluten. Insofern ist das nicht für jeden etwas. Aber es gibt auch ganz gute K2-Supplemente, also Tabletten, die man einnehmen kann. Also das gibt es auch inzwischen. Jetzt kommen wir aber einfach erstmal auf die vegane Ernährung zurück. Also bei der veganen Ernährung ist mir wichtig noch anzufügen, dass es keine Fast-Food-Ernährung sein soll. Die auf gar keinen Fall, weil die ist genauso ungesund wie die omnivore Fast-Food-Ernährung. Also ich lege Wert darauf, dass die Ernährung frisch ist, also frisch zubereitet, auch einen hohen Rohkostanteil enthält. Und dass sie auch sehr, sehr basisch ist. Ja? Denn ein basischer Körper ist sozusagen die Grundlage für Gesundheit. Wenn unser Körper übersäuert ist, dann versucht der Körper, diese Säure auszugleichen oder zu neutralisieren, indem er Zähnen und Knochen Mineralien entzieht. Das ist die eine Seite von Zahnerkrankungen. Die andere Seite ist natürlich die lokale Wirkung auf den Zahn in der Mundhöhle, also wenn wir Säuren haben, die direkt auf den Zahn einwirken, sei es über die Ernährung oder sei es über die Säuren, die die Bakterien produzieren aus Zuckern und Kohlenhydraten. Das entmineralisiert natürlich die Zahnoberflächen und kann zur Karies führen. Das ist aber nicht der alleinige Mechanismus, wie Karies entsteht. Ein wichtiger Modulator ist der Speichel. Und unser Speichel kann ganz viel reparieren, wenn er den richtigen pH-Wert hat. Wenn unser Speichel auch übersäuert ist durch unsere Ernährung, und das ist er in den meisten Mündern leider heutzutage,
Weil die moderne Ernährung das eben so macht mit uns, ja, sie übersäuert uns. Dann funktioniert auch die Remineralisierungsfunktion des Speichels nicht mehr. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir basisch uns ernähren, damit auch unser Speichel immer basischer wird. Und dann kann der Speichel remineralisieren, ja, ganz wunderbar. Also im Grunde schon Oberflächen auch heilen. Wir sprechen davon natürlich von Entmineralisierungen und noch nicht von großen Löchern. Ja, also da ist auch immer, muss man immer unterscheiden und differenzieren. Aber das soll heute hier nicht das Thema sein. Ich habe ganz viele Videos zu dem Thema Zahngesundheit auf meinem YouTube-Kanal. Folge dir selbst. Wenn sich da jemand für interessiert, da gibt es eine Rubrik Zahngesundheit. Da könnt ihr ganz, ganz viele Fragen beantwortet bekommen. Heute möchte ich, wie gesagt, mal einen groben Abriss darüber geben, ja, vegane Kinder, ob die eben ja auch gesunde Zähne haben können. Und klar, wie gesagt, die Ernährung ist ganz wichtig, aber ganz, ganz wichtig, es muss frisch zubereitet sein und ganz viele Nährstoffe enthalten. Dazu gehört natürlich auch, dass man vielleicht auch mal einen Smoothie anbietet mit Grünzeug drin, ja, entweder selbst gesammelten Wildkräutern, Baumblätter kann man auch verwenden oder aus solchen Pulvern, Gerstengras, Weizengraspulver, sodass ihr das auch immer mal wieder integriert. Ja. Dann ist auch wichtig, dass die Kinder einfach auch, dass der Jodgehalt ausgeglichen ist. Das kann man über Algen machen, man kann es über Spirulina und Chlorella auch machen. Also, dass ihr da schaut, dass eure Kinder da auf der Ebene eben auch schon Nährstoffe zugeführt bekommen. Dann kann man natürlich auch ganz viel tun über die Reinigungsmittel, mit denen man Zähne reinigt. Also Zahnpasta, Zahnsalz, Zahnspülung. Ja, die eben auch dann vegan sein sollten. Und wir in unserem Fall machen unsere Zahnpflegeprodukte selber. Da habe ich auch in meinen YouTube-Videos immer mal wieder ja, Inspirationen dazu, aber auch auf meinem Blog, auf meiner Homepage www.folge-dir-selbst habe ich auch einen Blog und da gibt es auch immer wieder Posts über vegane Zahnpasta und verschiedene Zahnthemen. Das heißt, ihr könnt euch eure Zahnpflegeprodukte selber zubereiten. Und da gibt es so ein paar Grundmittel, die eigentlich immer miteinander unterschiedlich kombiniert werden können, je nach Geschmack. Also das bleibt euch auch ein bisschen selber überlassen, was ihr da besonders gerne reinpacken möchtet. Ich nenne euch jetzt einfach mal ein paar Grundsubstanzen, die sehr, sehr effektiv sind. Das eine ist Kokosöl. Das wirkt antibakteriell gegen Viren und gegen Pilze. Dann Natron ist antibakteriell, hat aber auch einen Effekt auf den Speichel, nämlich dass er den Speichel neutralisiert und in den basischen Bereich bringt, weil dann kann der Speichel eben seine Remineralisationsaufgabe erfüllen. Und das Natron könnt ihr zum Beispiel in euer Zahnsalz, in eure oder Zahnpulver reinmischen, ihr könnt es in eure Zahnpasta reinmischen, ihr könnt es aber auch im Wasser auflösen und damit eine Mundspülung machen. Dann ist sehr effektiv das Xylit. Xylit wirkt ganz spezifisch gegen Kariesbakterien, es reduziert die Zahl der Kariesbakterien im Mund, wirkt aber auch auf den Speichel, sodass der Speichel eben auch besser remineralisieren kann. Das könnt ihr auch in eure Zahnpasta, in euer Zahnpulver, aber auch in eine Mundspüllösung reingeben. Dann könnt ihr reingeben ätherische Öle, die auch allesamt antibakteriell wirken. Da geht besonders gut Eukalyptusöl, Pfefferminzöl, Nelkenöl, Salbeiöl. Manche machen Teebaumöl rein, das finde ich vom Geschmack ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also da habt ihr wirklich auch Spielraum. Dann könnt ihr Gewürze in eure Zahnpasta oder in euer Zahnpulver geben, wie Kurkuma oder Zimt, die antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Ihr könnt auch Tonerde, Schlemmkreide, Bentonit oder Zeolit reingeben, das eben auch Schwermetalle binden kann und sozusagen auch entgiftend wirkt. Ihr könnt auch Heilerde verwenden, wobei ich die nur ein bis zweimal die Woche empfehle, weil die etwas scheuernder ist als die anderen Pulvervarianten.
Ja, und zum Beispiel Kohle könnt ihr auch nehmen. Also Kohle, die ihr zum Beispiel nehmt, wenn ihr Durchfall habt, die könnt ihr zerstoßen mit dem Immerser und könnt sie auch in euer Zahnpulver oder Zahnpasta reingeben. Es hat sogar noch einen positiven Effekt auf eure Zahnfarbe. Also es hält die Zähne auf. Obwohl es schwarz ist, macht es aber einen aufhellenden Effekt. Also das sind jetzt ein paar Zutaten, die man ja meist sowieso im Haushalt hat, die man kombinieren kann und sich damit sozusagen eine gesunde, vegane Zahnpasta oder Zahnreinigungsmittel herstellen kann. Und wenn ihr kleine Kinder habt, also ihr sollt zum Beispiel auch direkt ab dem ersten Zahn, das heißt mit einem halben Jahr kommt das erste Zähnchen, das muss sofort gereinigt werden. Ihr müsst es nicht mit der Zahnbürste putzen. Schaut euch da mal ein Video von mir an, wie man bei Babys Zahnpflege betreibt. Das ist ganz interessant. Da gibt es auch ein paar Tricks, wie man das Kind halten soll, damit man eben ja einfach guten Zugang zu den Zähnen hat, aber das Kind auch nicht ärgert ständig und dass die Kinder einfach auch Lust auf Zähneputzen behalten. Es gibt solche Fingerlinge, die kann man sich aus Baumwolle bestellen und damit die Zähnchen sauber reiben. Das reicht aus, vollkommen. Mit einer Xylitlöse kann man das machen. Also ihr müsst nicht 3 Minuten vor dem Kind stehen und die kleinen Zähnchen putzen. Aber das erkläre ich alles in den Videos. Wenn ihr da ja neugierig seid, könnt ihr mal nachgucken. Aber ich gebe euch hier auch noch mal das Angebot, wenn ihr Fragen habt, stellt mir die Fragen. Ich mache gerne Frage-Antwort-Videos, wenn es eben ja eine gewisse Anzahl an Fragen gibt, mache ich das gerne. Oder wenn es ein ganz spezielles Thema gibt, greife ich das auch ganz gerne auf, um ein Video also ganz speziell zu dem Thema zu machen. Also, ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, euch Mut machen, ja, eure Kinder ruhig auch an die vegane Lebensweise heranzuführen. Ihr müsst halt einfach schauen, dass der Nährstoffbedarf ja erfüllt wird und dann ja, dann könnt ihr gesund und munter leben. Also, ich freue mich, wenn ich euch inspirieren konnte und ich hoffe, euch vielleicht demnächst auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt gesund, alles Liebe, tschüss.